Einen wunderschönen guten Tag, einen schönen Nachmittag kann man ja sagen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich aufgemacht haben, einen tollen Beitrag heute Nachmittag zu erleben. Und ich habe, wie Sie sehen, noch jemanden bei mir und das ist Frau Ulrike Kunkel. Sie ist Architektin und Chefredakteurin der DB, Deutsche Bauzeitung. Und sie hat sich konzentriert auf ein wahnsinnig faszinierendes Thema, das Thema Fassade. Und liebe Frau Kunkel, ich übergebe gerne das Zepter an Sie. Ja, vielen Dank, Herr Grieser. Vielen Dank für die kurze Einleitung und auch für die Einladung, hier heute sprechen zu können zu diesem in der Tat, wie ich auch finde, ja, spannenden Thema, was mir auch persönlich irgendwie am Herzen liegt seit einiger Zeit. Und ein herzliches Willkommen zunächst auch an alle Teilnehmer der Veranstaltung von meiner Seite her. Keramische Fassaden, langlebig und lebendig, habe ich als Vortragstitel gewählt und ich werde Ihnen im Laufe des Vortrags verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten mit großflächigem Keramikeinsatz an der Fassade anhand von Projektbeispielen aus 4 Ländern vorstellen. Wenn wir an Fliesen als Fassadenmaterial denken, kommen uns spontan ja eher Beispiele aus Südeuropa in den Sinn. Ein bisschen ungerechtfertigterweise freilich. Denn auch die Niederlande oder Belgien zum Beispiel haben ja eine sehr lange Tradition beim Einsatz von Keramik am Bau. Doch präsenter, kann man wohl sagen, ist uns meist das Bild von Keramikfassaden in Spanien oder in portugiesischen Städten an Profan oder natürlich auch an Kirchenbauten. Als farbenfroh oder eher kleinteilig, wie hier zum Beispiel bei der Alhambra in Granada, wo die Keramikoberfläche fast eher wie ein gemustertes Textil rüberkommt, ebenso wie bei diesem Wohnhaus hier in Lissabon. Oft werden sogar riesige Bildmotive dargestellt, ganze Bilderzählungen finden sich dann auf den Fassaden. Hier ein Beispiel einer Kirche in Porto. Oder wie ebenfalls in Porto, an diesem Palast hier, sind einzelne Fassadenfelder mit Fliesen bekleidet und das eher in einer Art von Fassadenmalerei, wie es von der Wirkung rüberkommt, eher wie die Gestaltung in Putz sogar. Doch schaut man sich nun in unseren Breiten um, und das ist ja auch wirklich spannend, aufmerksamer oben finde ich, so fallen einem durchaus ja ebenfalls Gebäude mit keramischen Fassaden sowie auch mit Glasmosaikfassaden im Stadtbild auf. Und das durchaus auch vermehrt, denn die Verwendung von Fliesen als Fassadenmaterial nimmt seit einigen Jahren auch in Nordeuropa erfreulicherweise wieder und weiter zu, kann man sagen. Eigentlich ja wenig überraschend, denn wie schon diese nur kleine Bildübersicht hier von Projektbeispielen zeigt, ist mit Keramik eine sehr abwechslungsreiche und zeitgemäße Gestaltung möglich, sowie auch eine gute Eingliederung in den Bestand durchaus. Denn ob jetzt großflächig eingesetzt oder als Betonung einzelner Bauteile, ob farblich changierend oder einfarbig, ob profiliert oder glatt die Keramik ist, mit der Fliese an der Fassade lassen sich durchaus lebendige und immer wieder sehr verschiedenartige und gleichzeitig auch eben ausgesprochen langlebige Fassaden entwickeln. Um dies noch anschaulicher zu machen, möchte ich mit Ihnen in einige Projekte tiefer eintauchen. Ich habe für Sie Projekte mit ganz unterschiedlicher Keramikanwendung ausgewählt, aus 4 Ländern und diese für Sie zusammengestellt. Das Kirchenzentrum in Poing von MEC Architekten ist das erste Beispiel, in das ich mit Ihnen eintauchen möchte. Bei der Ortsmitte von Poing, wenige Kilometer nur von der östlichen Stadtgrenze von München gelegen,
handelt es sich durchaus um einen Ort, kann man sagen, der an Belanglosigkeit kaum zu überbieten ist. Also konnte dieser Ort durchaus ein markantes, aber natürlich der Kirchennutzung in seiner edlen Gestaltung noch angemessenes Gebäude gebrauchen. Einen Blickfang für die Ortsmitte. Zu diesem Zweck wurde die Gestaltung mit einer keramischen, dreidimensionalen Fliese gewählt, die die Fassade und sogar auch die Dachflächen fast vollflächig überzieht. Sie ist aus der Geometrie des Innenraums, der verschiedenen Lichtschächte, die einfallen und den Innenraum belichten, entwickelt und der Lichtführung daraus abgeleitet. Das sieht man hier im Detail der Fliese und eben der Lichtschächte, die den Innenraum beleuchten, ganz gut. Die Fliese, die Sie hier sehen, hat eine Kantenlänge von 38,7 cm. Und durchaus eine Höhenentwicklung von bis zu 13 cm. Durch ein ausgeklügeltes Verlegemuster, bei dem die Fliesen unterschiedlich zueinander gedreht werden, wird ein Maximum an Lichtreflexion und Steuerung erreicht. Es gestaltete sich allerdings gar nicht so sehr einfach, einen Hersteller zu finden, der den Ansprüchen an diese komplizierte Form und an eine lebendige weiße Oberflächenglasur gerecht werden konnte. Immerhin musste der Hersteller, so war die Anforderung, in der Lage sein, 15.000 Elemente zur Bekleidung von 1.200 Quadratmeter Wandfläche und 1.400 Quadratmeter Dachfläche in einem weitgehend handwerklichen Prozess zu fertigen. Die in Schlickerguss in eigens entwickelten Gipsmodeln hergestellten, glatt gebrannten, rund 4 Kilogramm schweren Steinzeugplastiken wurden mit Fugenabstand unsichtbar mit der Unterkonstruktion aus Stahl verklammert. An den Traufen und Kanten des Bauwerks wurden zum Teil an der Oberfläche flache Keramikprofile eingesetzt. Für die Dachschrägen mussten individuelle Passstücke gefertigt werden. Diese Kantenausbildung sorgt nochmals für eine besondere Lichtbrechung und Überstrahlung an den Gebäudekanten, wenn das Sonnenlicht darauf fällt. Die technische Durchbildung der Unterkonstruktion und der Aufhängung wurde von MEC-Architekten in Zusammenarbeit mit Fachingenieuren entwickelt. Dabei musste beachtet werden, dass die gegossenen Formteile in der Wanddicke und im Volumen leicht variieren. Statisch das Fassadenkleid aufgrund seines enormen Gewichts durchaus eine Herausforderung gewesen. Um Bewegungen aufnehmen zu können, ist das gesamte Konstrukt weich konstruiert. Die wasserableitende Schicht von Dach und Wand befindet sich hinter bzw. unter der Stahlkonstruktion. Unser zweites Beispiel kommt aus der Schweiz. Ein Wohn- und Geschäftshaus in Wetzikon von GKS Architekten und Planer. Ebenfalls ein flächiger Einsatz von Fliesen, wie eben bei dem Beispiel, aber hier homogen und noch kleinteiliger, wie Sie sehen werden, im Moment noch immer etwas im Verborgenen. Denn dieses Gebäude gibt eigentlich erst auf den zweiten Blick aus der Nähe preis und die Fassade verrät ihre prägende Besonderheit. Sie ist nämlich auf allen Flächen vollflächig mit kleinen Glasmosaikfliesen von 1,5 cm Seitenlänge bekleidet. Diese ergeben aus der Entfernung einen angenehm zurückhaltenden beige-grünen Ton, der sich bei genauer Betrachtung als Melange ganz verschiedener Farben erweist, die aus der Umgebung, aus den Umgebungsbauten entwickelt wurden. Im Gegensatz zu Putzfassaden, den meisten Plattenmaterialien, aber auch konventionellen Keramikfliesen, verfügt die Oberfläche von Glasmosaik über eine optische Tiefe, die ihr aus der Nähe eine reiche, fast seidige Wirkung verleiht. Dieses Erscheinungsbild korrespondiert hier direkt mit der gewissermaßen textilen Verwendung des Materials, nämlich als allseitige Umhüllung des komplexen Volumens.
Darüber hinaus reflektiert das Glas auftreffendes Licht, was besonders bei sonnigem Wetter spannende Kontraste zwischen hell spiegelnden, besonnten und erheblich dunkleren, verschatteten Flächen hervorruft, aber auch, wie hier im Bild bei Nacht, wenn das Scheinwerferlicht vorbeifahrender Autos reizvoll auf die Fassadenbekleidung fällt. Das Glasmosaik wurde vor Ort auf eine zuvor angebrachte, vollflächig hinterlüftete Unterkonstruktion aus Putzträgerplatten aufgeklebt. Und zwar ist das durchaus dieselbe Technik, die bei der Verlegung von kleinformatigen Fliesen in Innenräumen Verwendung findet. Die Qualität der Ausführung ist nahezu makellos, das Fugenbild völlig homogen, während sämtliche Außenkanten, zum Beispiel an den Gebäudeecken und den Fensterleibungen, als feste Mörtelfugen ausgeführt sind, finden sich dauerelastische Fugen nur an Innenkanten, zum Beispiel zwischen Erkern und Hauptkörper. Voraussetzung für den völligen Verzicht auf Dehnungsfugen und eben dieses so fantastisch homogene Bild in der Fläche war der große Anteil, der große Lochanteil der Fassade, also die Fensteröffnungen, die großen Fensteröffnungen, aus dem sich relativ kleine, dehnungsrelevante Flächen ergeben, die mit Fliesen belegt sind. Die Ein- und Ausströmöffnungen der vollflächigen Hinterlüftung sind so geschickt in Jalousiekästen und Fensterbretter integriert, dass sie dem Betrachter weitgehend verborgen bleiben. Nur auf der Unterseite der Erker finden sich schmale lineare Schlitze in der Breite genau einer Mosaikfliese durch die Luft, in die Fassadenabschnitte unterhalb der Fensterbrüstung einströmen kann. Apropos Unterseite, die fünfte Fassade des Hauses ist ebenso mit Glasmosaikfliesen belegt wie alle senkrechten Flächen. Selbst die Oberseiten der Erker bleiben im homogenen Materialkonzept. Die Flachdächer sind mit recyceltem Glassplitt an einer an die Fassade angelehnten Farbigkeit belegt. Und noch eine Besonderheit, die zeigt, wie versiert die Architekten hier alle Möglichkeiten des Materials ausgeschöpft haben, ist der Eingangsbereich. Die Beleuchtung ist hier in Nischen untergebracht, deren transluzente Abdeckung aus Plexiglas mit demselben Glasmosaik belegt ist wie die umgebende Wand. Bei Nacht fangen also gleichsam wie von Geisterhand aktiviert einzelne verschiedene große Rechtecke in der homogenen Oberfläche zu leuchten an. Wir bleiben noch bei den flächigen Anwendungen von Fliesen an der Fassade, kommen aber zu einem Beispiel mit einem wesentlich größeren Fliesenformat. Das Lego-Haus im dänischen Billund von Big Architects. Das kleine, gerade einmal 6000 Seelen-Städtchen ist der Hauptsitz des Spielzeugherstellers. Prominent erhebt sich in der Stadtmitte nun seit 3 Jahren das Lego-Haus als neue Stadtkrone aus dem urbanen Teppich. Die Architekten wählten für die Raum- und Fassadengestaltung Keramik und beschränkten sich auf rechteckige Formen und Formate, die sich hier von den Dimensionen des Legosteins ableiten. Die Keramikplatten sollen die Illusion eines überdimensionalen Lego-Hauses erzeugen, was vor Ort und ich hoffe auch in den Bildern durchaus unmittelbar nachvollziehbar ist. Hier experimentierte man anfangs allerdings durchaus auch mit anderen Materialien, die man in der Überlegung hatte, etwa mit Aluminium oder Corian. Doch am Ende fiel die Wahl auf Keramikfliesen, weil man damit die einfache Formensprache der weltweit bekannten Legosteine assoziiert und das Gebäude tatsächlich jetzt wie eine riesige Lego-Skulptur aussieht. Die Fliesen wurden auch hier eigens für das Projekt innerhalb von 10 Monaten als Sonderanfertigung hergestellt. Dabei galt es, verschiedene Probleme zu bewältigen. Es ist notwendig, dass die Fliesen das herbe dänische Wetter aushalten und in Würde altern. Und das zweite Problem ist ästhetischer Natur. Es war erforderlich, die über Kante geführten Fliesen mit Außenmaßen
von 172 mal 592 mm sowie einer Dicke von 28 mm auf eine Weise zu verfugen, dass gleichmäßige Fugenlinien den Eindruck von Ruhe und Klarheit erzeugen. Erreicht wurde dieser Effekt durch handverarbeitete Eckfliesen, die eine Kantenlänge von 292 mm aufweisen. Der Eindruck von Ausgewogenheit erscheint, weil an der Mauerkante abwechselnd kurze auf lange Fliesen treffen. Die Fugenbreite beträgt immerhin 8 mm. Selbstverständlich ist dieser Effekt nur bei stabiler Unterkonstruktion, an der die Fliesen befestigt sind, möglich. Tatsächlich mussten hier knapp 2000 Tonnen Stahl eingesetzt werden, um den Schein zu erwecken, die neue Ikone sei nach dem Lego-Baukastensystem errichtet worden. Die Konstruktionsweise bleibt dem Betrachter und Besucher vollständig verborgen. Sichtbar sind nur die weißen Keramikplatten, die das Erscheinungsbild prägen. Überraschend ist auch, wie selbstverständlich anmutend die Vernetzung von innen und außen gelingt, denn Big Architects weiten die farbigen Themenfelder sowie das Fassadenmaterial als Belag einfach in den Innenraum aus. Das nächste und dann auch schon letzte Beispiel kommt aus den Niederlanden und zwar aus Arnheim. Wir haben hier eine dreidimensional gestaltete Fliese als schlankes Hochformat ausgebildet, die eine vertikale Textur über die Fassade zieht. Der Erweiterungsbau von Duncan Koshu Architects and Planners ist im Park gelegen und ergänzt das Konzerthaus von 1847. Das Volumen des neuen Konzertsaals ist 17 Meter hoch und steckt als autonomes Objekt mit abgerundeten Ecken durch das Betondach durch. Hingucker ist mit smaragdgrün melierten 8 cm breiten Keramikelementen die bekleidete Fassade, die das gesamte Volumen umhüllt. Sowohl außen als auch noch hinter der Glasfassade. Dafür wurden insgesamt 15.000 Keramikröhren mit trapezförmigem Querschnitt angefertigt und in einer Manufaktur, die spezialisiert ist auf architektonische Anwendungen, von Hand glasiert. Mit einem Kännchen wurden tatsächlich 5 verschiedene Grüntöne über die auf Kante gestellten Elemente gezogen. Der so erzeugte sirupartige Verlauf bewirkt, dass jedes Element anders aussieht und die handwerkliche Entstehungsweise wirklich deutlich sichtbar ist. Um der Fassade nun noch mehr Tiefe zu verleihen, wurden die Elemente in 2 Maßen angefertigt und abwechselnd montiert. So entsteht eine vertikale Reliefstruktur mit viel Tiefe, Bewegung und einer facettenreichen samtigen Farbgebung. Die glasierten Keramikmodule sind über einer Mineralwolldämmung angebracht und in Aluminiummanschetten eingehängt worden. Die Grüntöne der Blätter und des Grases, aber auch des schlammigen kleinen Wasserlaufs kehren in der Fassade zurück, die außerdem bei unterschiedlichen Lichteinstrahlungen einen immer wieder anderen Anblick bietet. So, kurz und knapp möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich hoffe, ich habe Ihnen einige Einblicke geben können in die Vielseitigkeit, mit der Keramik an der Fassade wirken kann und an die vielfältige Gestaltungsmöglichkeit des Materials, ob jetzt vertikal, horizontal, flächig homogen eingesetzt, stark strukturiert in 3D oder eben in einer planen Haut über die Fassade gezogen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Frau Kunkel. Ich erlebe gerade im Chat, dass Sie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richtig mitgenommen haben. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir in Corona-Zeiten so wenig Gelegenheit haben zu reisen, denn Sie haben uns ja auf eine europäische Reise mitgenommen. Aber ich würde ganz gerne vielleicht auch mal daran anknüpfend dann
die Frage aus dem Chat nehmen. Also hier ist die Frage, warum in anderen Ländern, also außerhalb von Deutschland, viel mehr Akzeptanz für moderne Keramikfassaden nach Ihrer Meinung vorherrschen? Also ich glaube schon, das hat, also auf Deutschland bezogen, hat es einfach damit zu tun, dass es in Deutschland nicht so eine große Tradition hat, wobei es natürlich auch Gebäude aus den 50er, 60ern mit keramischen Fassaden gibt, die vielleicht hier in unserem Klima dann bei der damaligen Technik und Fertigung nicht so würdevoll gealtert sind und dann und wann vielleicht nicht den allerbesten Eindruck machen. Also dass das Material eventuell in Deutschland nach wie vor ein bisschen ein Imageproblem hat. Das hat sicherlich mit der Tradition, mit dem Klima zu tun. Es hat auch mit den Kosten zu tun. Also eine keramische Fassade ist natürlich teurer als andere Lösungen, sodass man die sicherlich nicht immer gegenüber seinen Bauherren durchsetzen kann. Ja, und Sie selbst sind ja Architektin. Wir haben ja kennengelernt jetzt hier, dass das eine sehr tolle Spielwiese ist, weil es ganz offensichtlich auch Lieferanten gibt, die ohne weiteres individuell auf das Projekt bezogen bereit sind, Entwicklungsarbeit zu leisten. Und gleichzeitig ist es eine Kombination von Optik, Ästhetik und auch Technik. Wie ist das mit dem Zugang vielleicht auch von jüngeren Architekten genau zu diesen Produkten? Nach Ihrer Beurteilung? Also ich finde schon, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel an die Beispiele erinnere, die ich gezeigt habe, sind da zwar etablierte Büros dabei, sind aber auch jüngere aus der Schweiz, wo man schon eine größere Offenheit merkt dem Material gegenüber. Wie gesagt, wir sind leider hier auch bei den Kosten immer, also Projekte, die da mit größerem Budget realisiert werden können oft. Es ist, denke ich, immer diese Kombination, aber schon, wenn ich mir überlege, welche Architekten es sind, sind es vielleicht gerade in Nordeuropa auch wirklich die jüngeren Büros, die, ja, die ihre Aufgeschlossenheit auch für die keramische Oberfläche und für die Fliese an der Fassade irgendwie stärker entwickeln. Und daran anknüpfend gerade auch nochmal auf der Suche nach den Motiven der Architekten und zwar unabhängig vom Alter, habe ich hier einen Teilnehmer, der ja konstatiert, dass diese absolute Farb- und Lichtechtheit der Keramik auch über Jahrhunderte ja so beeindruckend ist und eigentlich ein Merkmal ist, dass wir natürlich heute feststellen, ist das möglicherweise für den Architekten diese Langlebigkeit, ist das ein Aspekt? Das denke ich auf jeden Fall. Also wenn Sie an die ersten Beispiele aus Porto und Lissabon, die ich gezeigt habe, kurz denken, das sind alles Projekte aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, ja, wo man wirklich auch bei näherer Betrachtung ja den Eindruck hat, dass sich diese Oberflächen ganz, ganz wenig verändert haben, selbst wenn sie kräftig farbig sind. Ja, also ich denke auch, also es ist die Echtheit eigentlich des Materials und es ist diese Langlebigkeit, das gute Altern beziehungsweise dieser nahezu unveränderte Anblick auch nach Jahrzehnten, vielen, vielen Jahrzehnten oft, was absolut bestechend ist für dieses Material. Ja, liebe Frau Kunkel, also ich lese im Chat, dass Sie wirklich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer inspirieren konnten und ich kann diesen vielen lieben Dank, den Sie ausgegeben haben, auch an Sie zurückgeben. Das war ein ganz toller Beitrag zu unserem Nachmittag und ich hatte das so verstanden, dass es sicher auch jemand gibt, der Sie außerhalb Ihrer Funktion als Chefredakteurin der DB, der Deutschen Bauzeitung, vielleicht speziell zu dem Thema des Vortrages auch nochmal ansprechen möchte und das ist über Ihre Kontaktdaten ja jederzeit möglich. Sehr gerne, ja, auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich und für alle Zuhörer, die das möchten, die das Thema auch vertiefen möchten, gerne noch ein paar kurzweilige Stunden auf der Expo 1200 Grad. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch.